Servus Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin heute wieder mal irgendwo in Österreich unterwegs und schauen wir heute ein ziemlich geiles Lost Place an. Riesengroß das Ding. Besteht aus mehreren Häusern und zwar ein alter Pferdeclub, also Reitclub, ja, wo halt früher haufenweise Pferde gehalten worden sind, trainiert worden, was auch immer. Das Ganze schaut richtig cool aus. Ich bin echt schon gespannt, was uns da jetzt erwartet. Chris und Sonja sind dabei, wenn euch das Ganze interessiert, dann bleibt's dran. Let's go! Okay Freunde, das Ganze schaut richtig arg aus. Alter, schaut sich das an. Geil! Alter, nice! Da ein Gebäude, da hinten auch noch was. Schauen wir uns jetzt dann alles an. Okay, da geht's durch, in den Hof rein. Decken ist schon runtergekommen, wie ihr sehen könnt. Schauen wir mal. Alter, das ist ja ein richtig großer Hof. Boah. Schaut euch das an, was da ist. Das ist ein riesiges Vogelhäusl in der Mitte. Da ist nur eine Uhr oben. Das schaut richtig cool aus. Hier, da steht noch Schlosskrug drauf, Freunde. Das sieht richtig geil aus. Aufhören! Was tust du, Sonja? Du bist ja einig rein. Hä? Kauf die Tür auf. Einig rein. Tür aufmachen. Alter. Wie cool. Das hängen die leichter noch. Alter, fuck. Okay, da ist schon ein bisschen ein gruseligerer Vibe da drinnen. Schauen wir mal. Okay. Freunde, das ist ein Gasthaus. Schaut sich das an. Alter, wie geil! Ganze Bar, Küche, Alter! Ganze Küche! Heftig! Schaut sich das alle an! Was hat da in einem alten Gasthaus in der Küche drin? Das schaut so aus! Das ist ein Wahnsinn! Hefall und so weiter. Fetter Backofen. Da haben wir die Abwasch. Da Fritteuse. Schon mega grindig. Ach, Pizzaofen. Da war der Herd. Ach, Scheiße, Alter. Alter, was ist das? Das ist wahrscheinlich. Alter, die Tür ist schon wirklich arg. Was ist das für eine arg verzierte Tür? Man schaut sich das einmal an. Die hat da so Metallblumen drin. So einkaufen, Alter, das ist richtig kranker Shit. Heftig. Da steht irgend so eine fette Maschine. Schau, da hinten ist nur mehr so Gitterzeug. So Türen. Arg. Alter, was haben wir da schon wieder gefunden? Keine Maschine. Alter, no way. Da steht da drinnen so ein Car oder was? Alter, wie geil. Bro. Einfach so ein Auto. Für so Kiddies. Rosenmäher? Alter, der Staubsauger. Wer war das, was für draußen perfekt? Wie die sie? Arg. Arg, da. Richtig arg. Aber da sind schon wieder Sachen herinnen. Das ist unglaublich. Okay, wo geht's da auf? Alter. Geiles Gebäude. Oha, Alter. Nehmen wir diese gruselige Stirnwaffe. Schauen wir, was vor uns ist. Alter, ist richtig creepy da drin. Alter, was ist denn da passiert? Bist du deppert, Alter? Da ist ein Loch drinnen. Das ist ja heftig. Alter. Okay. Boah, die Küche. Die ist aber richtig, Alter. Man schaut sich das an mit dem Glas, dem Eingravieren. Hey, okay, das war mal so eine Speisekammer. Kasteln, Fenster natürlich schon mehr als wir durch. Da haben wir so einen alten Kochgasherd, was auch immer. Okay, die Betten kommen schon, aber heftig. Ah, okay.
Ah, der Boden macht sich nicht mehr so geiler, muss ich ehrlich sagen. Ja, man sieht auch warum. Kommt alles schon runter. Da haben wir noch ein Bettste, Kasteln. Freund, da hängen die ärgsten Kasteln. Dann wollte ich da durch, gell? Aber schaut sich das an, was da dafür brachiale Spinnenweben quer durchs Haus hängen. Alter, was macht sowas? Wie groß muss die Spinne sein, bitte? Okay, Freunde. Heftig, heftig, heftig. Was ist da noch alles in ein Badezimmer? Ja, per Klo, war das schon grausig. Oh, hallo. Ich weiß fast reinkriegen, das ist nicht. Wirklich? Scheiße. Alles Netz ist da, okay. Okay, Freunde. Absolut geil. Kommen die mal in die Tabetten, aber. Da war schon, das schaut alles schon dementsprechend aus. Heftig. Diese Türen haben wir mal so einen Beschlag gehabt mit so einem Schaumstoff auf die Art. Badezimmer. Toilette. Okay, Freunde, da geht es jetzt nach draußen. Auf die andere Seite vom Gebäude. Ich muss jetzt da übers Dach gehen. Ich hoffe, mich sieht keiner. Schau mal. Okay. Schaut sich das auch an, jetzt mal mit. Genau, der Vieri. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Jetzt bin ich da durch das Fenster. Da haben wir auch nochmal so eine komplette Küche. Einen ziemlich fetten Topf. Okay, Alter. Das ist eine alte Waschmaschine. Ist noch von der Hand gegangen. Okay. Haben wir mein Badezimmer. Schauen wir es mal. Was ist da? Okay, da geht es nach unten. Ist schon mal sehr gut, das heißt, wir kommen runter. Okay, da kommen auch schon die Decken runter. Da haben wir noch so einen alten Fernseher stehen. Aber warum hast du den Helm auf? Safety first. Ah, okay. Da haben wir alle möglichen Heizstrahler. Ganze Sammlung, Fernseher, da ist irgendwo der Kleiderständer, da kommt die Tabletten, schon so von der Decke, aber auch ganz witzig. Schauen wir mal weiter, was da auch noch so ist. Alter, nur so ein Raum. Wir sehen keinen Sammel Fernseher, das ist das. Dann haben wir noch ein Zimmer. Okay. Da stehen noch ein paar Pflegeprodukte drin. Staubsauger. Dann hat wer seine Radiletten vergessen. Geil. Ah, das ist zugemacht. Warte. Okay, da geht's nach oben, Freunde. Ja. Alter, schau dir die Aussicht an. Hammer. Wie geil. Boah, die Robbenschuhe. Red Shoe Club. Ja, Badezimmer. Da sind wir aufgekommen. Da ist es so ein kleines Abstiegshammerl. Okay, da geht es nur mehr am Dachboden rauf. Kranker Scheiß, da hat sich schon wieder eine Leiter hergestellt, dass er auf und da rein kann. Okay. Leerer Raum. Garderobe. Heftig. Was tust du schon wieder, Digga? Was tust du? Gehst du auf? Ich schau mal. Schaust du mal nach? Ganz oben bist du in die Latte weg. Ei! Jetzt haus worden beim Arschloch. Ist keine gute Idee, wenn der Buntstift druckt, oder? Ah, okay. Hat er gemeint? Nein, noch nicht. Okay. Wurscht. Alter! Was steht da für ein Haus wirklich jetzt? Hey,
das wäre geil. Nein. Aber daran kennt man echt, dass das einmal so ein Pferdeclub war, dieses fette Horst da erinnern, oder? Richtig cool. Ich glaube, das war unser Golfclub oder was? Ein Pferdeclub anscheinend, so ein Pferderanch auf die Art. Und die Stuten auch gehabt. Stuten. Da liegt schon wieder so ein Helm, also diesmal ein Reiterhelm. Dann haben wir da die ganze Strom-Geschichte. Da sind schon wieder Toiletten. Was ist da drinnen? Okay, lauter Klumpert. Ein Abschirm wahrscheinlich. Ja, eine Tabelle. Da ist also eine Tafel. Schrägstrich Tabelle. Steht leider nichts mehr drauf. So, was haben wir da drinnen? Uiuiuiui, es ist ein uralter Kostenteil. Aber. Alter, das ist ein Spiegel, der schaut aus so gruselig. Boah, so richtig wie in einem Horrorfilm. Okay, wir haben da eine Garderobe. Ohne den Namen schlängeln. Heftig. Wir sind da gerade im Raum der Kästen, wo eben dieser gruselige Spiegel steht und dieser übertriebene Gaskocher. Drüben ein Bitcrasher. Die Bitcrasher sind die schlimmsten da drin. Okay. So, Freunde, jetzt kommen wir mal in den Bereich, wo eben der Stall war, wo die ganzen Pferde eben gelagert waren, sage ich jetzt einmal. Mehr oder weniger. Wo die Pferde einen Stellplatz gehabt haben. Was ist das? Ja, so Reitgeschirr. Ah, so ein Riemen, ja. Okay. Schauen wir mal rein in so einen Steuer da rein. Schauen wir mal, was da ist. Pass schon her, da, was da ist. Da kannst du Fitness machen, aber. Harr! Na, aber richtig cool. Hat das mal der Fähre? Richtig cooles Ding. Nicht einmal so klar, gell? Das Ganze. Immer das, ja, die Kobeln sind klar, aber wir haben uns ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, schlimmer vorgestellt. Alter, die Sammlung der Klos und Waschbecken. Ich komme vorher beim Obi gerade. Okay, das sind so Waschmaschinen reingeklumpert. Welche alten Maschinen? Schauen wir da auf. Ah, okay, nur mehr. Das sind noch mehr so Koppeln. Okay, da war das Futter drinnen. So Futterkisten. Okay. Was ist da hinten noch versteckt? Ah, als Faltbett. Okay. Da sind weitere Kugeln. Ah, okay, da steht sogar noch was drauf. St. Margareten 91, leider, da bin ich geboren worden. Dritter Platz. Dürfte mehr ein sportliches Pferd da drin gestanden sein. Oh, Freunde, was ist das jetzt? Jetzt ist es komplett aus. Was ist denn das für eine arge Sache? Schaut euch an, wie das verziert ist. Alter, das ist ja richtig arg. Das ist aber richtig geil. Alter, das ist wie bei Gmundner Keramik, oder? Ja. Alter, arg. Man schaut euch das an, Digga. Ja, das siehst du. Das ist echt heftig. Mit dem Rosa, man sieht das auf der Kamera gar nicht, wie das von der Farbe her schön ist. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Da ist auch nochmal so ein gruseliger Spiegel, der wirklich gruselig ist. Und schau mal rein. Ja, nein, da ist sogar noch ein Pentagramm drauf. Okay. Das ist auch nochmal so eine alte Kommode, so eine fette. Okay, wo geht's da hin? Okay, da geht's wieder aus, wo wir vorher reinkommen sind. Schaut sich einmal die Trennwand da an. Alter, die erinnert mich an so alte Filme, so Eis am Stiel oder sowas, da. Ja, wo man durchgeschaut hat. Hör schon her, du hast wohl die Pausen gehabt, oder? Glory Hole! Jetzt geht sie aus. Geht sie aber von der Hegel passt genau. So, okay, jetzt probieren wir, dass wir noch in anderen Bereich reinkommen. Jetzt waren wir auf der Seite vom Haus, jetzt schauen wir, dass wir nur die Seiten sich anschauen. Mal schauen, ob das klappt. Weil ja ein großer Teil eingestürzt ist. Okay, was ist da? Okay, Pissoir mit einem Sessel in der Mitte. Ah, geil. Lost Place. Okay, cool. Sogar angeschrieben. Ja, nicht mehr gebaut. Okay. Okay, da ist noch so ein großer Speisesaal. Tische sind schon weg, aber die Eckbänke sind noch da. Ah, richtig cool. Okay, Freunde, es ist jetzt schon draußen wirklich dunkel geworden. Jetzt muss ich echt mit Licht schon aufpassen, sonst sich auch keiner erwischt. Okay, da geht's auf so einen Balkon. Schrägstrich Gartenasse.
Kamin. Das schaut doch richtig geil aus. So, da ist jetzt die Rückseite von dem Kamin, was ich euch gezeigt habe. Da haben wir so ein richtig altes Badezimmer. Das ist so richtig 70er-mäßig vom Style. Ich muss sagen, ich feiere solche Badezimmer. Irgendwie sind solche cool. Was so muss dann aber auch finde ich irgendwie witzig. Ja, und da haben wir es wieder. Nature Strikes Back. Da schaut sich das auch wie das. Alter! Wie das Efeu da beim Fenster reinwächst. Das ist schon fast der Vorhang. Heftig. Ich spüre, dass der Boden unter mir überhaupt nicht gut ist. Das ist nicht mehr ansatzweise. Okay, stimmt. Ein paar so Inschriften. Und die Leute. Kann auch noch mehr Raum. Okay, jetzt nach draußen bleiben. Sieht man die Location von draußen. Das ist ein Badezimmerbereich. Da kommt jetzt grausiges Klo. Schaut sich das an. Ah, das ist scheiße, wirklich. Da überall Kacke. Überall. Kleine Bämmel von Rotzen und so weiter. Ich hab viel Teufel. Wirklich. Es geht nach oben am Dachboden, Freunde. Richtig geil. Alter. Okay. Da stehen schon irgendwelche Möbel umeinander. Heftiger Scheiß. Meine Freunde, was da alles herumliegt. Komplett vollgerannt. Komplett voll, da liegt nur Wolle. Ach, haufenweise Wolle-Sachen. So große Schügel noch. Ach, da geht's Fähre. Okay, da ist ein Nur-Bereich. Der Dachboden. Ein paar Schultaschen. Okay, Freunde. Dachboden. Ja, typischer Dachboden, wie überall Haufen, weil es Mist. Dreck, Staub. Ich schau das wieder ab. Schau mal wieder ab. Sonne haben. Schauen wir da rüber, was da unten so ist. Ui, Taschenlampe flackert, das heißt, Licht ist präsent. Dann müssen wir Taschenlampe wechseln. Okay. Okay, das ist der Zugmaut. Wo geht's da hin? Ah, das ist ein Kohlekeller. Ja. Das ist ein alter Kohlekeller. Ich glaube sogar, dass das nur so alte Kanister aus dem Krieg sind. Okay, wir haben da eine alte Sauna. Machen wir auf. Das lauscht auch ganz Gitter. Alter, das ist richtig cool. Einfach so eine kleine Sauna. Schau, ist das mit den Steinen, wo man aufgießen kann. Okay. Was ist das für ein Stirn? Gefährlicher? Ich hab's gerade gemerkt. Alter, wieder kommt jetzt auch. Boah, Freunde. Was geht da ab? Alter, das war so ein Bordending. Also ein Navi verschein. Das spinnt. Hä? 22.05.1981. Eine wirkliche Lieferschein. Ja. Sicher? Okay. Was ist da? Okay, das sind die Duschen. So ist es eine warme Dusche. Okay, das ist schon geil. Also. So, okay. Alter, der Badezimmerbereich schaut sowas von arg aus. Heftig. Hammer, Alter, das ist nur schlimm. Das ist ein Schwingerclub. Schwinger. Okay, jetzt dann. Okay. Was ist das? Hä? Ah, okay. Müssen wir mal. Das ist ein
Oder spinnt. Könnte ich da oben kriegen? Okay. Ah, das war mal für die Schlüssel. Das ist Bredel. Da sind noch Haufen das Akten, Dokumente, irgendwelche Kontoauszüge. Okay, das ist ein leerer Raum. Was steht da, oder? Und so ein Metallkastel. Keine Ahnung, was das nochmal. Hier vorne, da steht sogar oben Trockenhof. Feuerwerk! Feuerwerk! Das ist der Arschschatten. Diese ganzen Spinsel. Boah! Das waren ja richtig viele Leute, die was in dem Verein waren. Alter! Das ist nicht wenig. Okay. Auch nochmal so ein Badezimmerbereich. Nur der schaut um einiges besser aus wie der davor. Ist das so eine Schwimmtür? Nein, oder? Tatsächlich, so Schwingtüre wie in so Salons. Geht's zum Pissoir. Chris! Hey, das ist so eine Schwingtüre. Was ist denn eine Schwingtür? Guck mal. Du weißt ja, was ich meine, so was. Was ist denn? Yeeha! So. Action-mäßig, so weißt du. Cool. Ja, gut. Sind auch so, wie du das kennst, von früher, also so Dinge halt. Ja, so Aufteilung. Aber ich glaube trotzdem, weil das so lang ist, dass da irgendwie ausrüstungsmäßig was gelagert worden ist. Das ist meine Meinung. Glaubst du? Ja, ich glaub schon. Alter, nein. Sie haben Flipper umgebracht. Alter. Die Stirn haben schon wieder in sich. Weed steht da. THC, schau es dir nicht alles aufschreiben. Alter, das schaut gewinnig gruselig aus. Okay, dann geht's nach draußen. Da haben sie irgendwo einen Sessel aufgehängt. Ja, da hängt der Sessel auf der Tür. Ja, da haben sie sofort. Die ist gut, du kennst mal früher. Ich frage es. Alter, da kommen die Wurzeln aber von die, vom Efeu. Da wächst der rein. Das ist voll gewachsen normal im Sommer. Komplett arg. Ah, der Kühlschrank. Der hat auch Jahre am Buckel. Die Taschenlampen jetzt ja auch schon. Ja, ja. Ja, Akku bald leer. Und meine hängt diese ganze Tür an der Bank. Achso. An der Powerbank. Hängst du schon an der Bank? Okay. Also wir sind da auf einem komplett zugewachsenen Dachboden. Da steht einfach so ein altem, ja, so ein Modelltisch. So wie man es kennt. Wo man eben so, ja, geologische Sachen, wie zum Beispiel Berge und so zeigen kann. Aber es schaut halt da mittlerweile schon so aus. Da daneben haben wir nur mehr ein kleines Modell. Auch schon komplett kaputt. Da sieht man nur so kleine Kirchen drauf, ein paar Häuser. Richtig. Da ist die Abdeckung dazu gewesen. Okay. Was ist da denn los? Das Waschmaschine. Geh auf, Alter, da wächst der Scheiß drin. Ja. Alter. In der Waschmaschine. Schaut sich das an. Das wächst da in der Trommel drin. Ja. Weißt, was Nature Strikes Back. Weißt du, was ich jetzt sage? Miele. Verlässlichkeit für viele Jahre. So. Draußen bellt schon die ganze Zeit irgendein Hund. Deswegen haben wir sie jetzt über die Häuser. Schnell auf wieder. Ja, genau, da auf. Doch, von was soll man kommen? Weißt du, ne? So, Freunde, wir haben jetzt ab von der Location, das ist uns zu heiß geworden. Da draußen ist ein Hund, die bellen immer lauter. Wir machen einen Schluck. Wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.